Ja, hallo liebe Leute, heute geht es darum, wie ein Sonnenkollektor funktioniert. Ein Sonnenkollektor soll aus Licht Wärme machen. Das kennt eigentlich jeder. Man legt etwas in die Sonne, lässt sie drauf scheinen und hinterher ist es wärmer als vorher. Bei einem Sonnenkollektor geht es jetzt darum, mit ein paar kleinen Tricks eine noch höhere Temperatur zu erreichen. Der erste Trick ist, dass man sich für eine bestimmte Farbe der Fläche, der sogenannten Bezugsfläche entscheidet. Worum geht es da? Da geht es darum, dass man zwei Möglichkeiten hat. Man hat eine Fläche, die hell ist und man hat eine Fläche, die dunkel ist. Helle Flächen haben die Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Und reflektiertes Licht kann ich nicht mehr in Wärme umwandeln. Also suche ich mir eine Fläche, die möglichst wenig reflektiert. Meistens wird es als einfaches Schwarz wahrgenommen. Und das ist ja auch so. Wenn man sich mal vorstellt, bei praller Sonne geht man barfuß über einen Zebrastreifen. Ja? Weiß, schwarz, weiß, schwarz. Dann hat man ganz schnell einen Eindruck davon, was eine reflektierende Fläche ist und was eine nicht reflektierende Fläche ist. Weil die weißen Flächen sind kälter als die schwarzen Flächen. Das ist der Trick Nummer eins, eine Fläche zu haben, die wenig reflektiert. Der zweite Trick ist, dass diese Fläche gleichzeitig gut die Wärme halten muss. Das ist bei schwarzen Flächen nicht unbedingt selbstverständlich und deswegen kommt eine spezielle Beschichtung darauf, die nennen wir selektive Beschichtung. Selektive Beschichtung bedeutet, dass möglichst viel Licht in Wärme umgewandelt wird, aber möglichst wenig Wärme abgestrahlt wird. So, jetzt kommt der dritte Trick. Da geht es darum, die Wärme, die hier auf dem Absorberblech ankommt, möglichst gut in dem Gerät einzupacken. Das geschieht bei Flachkollektoren dadurch, dass ich ihn nach vorne mit einer Glasscheibe abdecke und nach hinten wird der Absorber mit einer Dämmung versehen, das Ganze in einen massiven, guten Kasten eingepackt und fertig ist der Flachkollektor. Bei Röhrenkollektoren funktioniert das ähnlich. Das Absorberblech, das kann man hier sehen, ja, ist im Prinzip das gleiche wie beim Flachkollektor, nur dass das Absorberblech jetzt hier in eine evakuierte Glasröhre eingebaut ist. Das heißt, das Vakuum sorgt dafür, dass die Wärme nicht wieder verloren geht. Das ist ähnlich wie bei einer Thermoskanne. Ja, liebe Leute, das war's zum Thema Sonnenkollektoren. Nächstes Mal erkläre ich dann, wie eine Wärmepumpe funktioniert.